dass du dir mein Video erneut anschaust. Heute bin ich herausgegangen hier bei uns im Hafen an der Nordseeküste. Ja, hier läuft die Aufnahme auch wieder. Die Action nimmt auf. Und dann versuchen wir jetzt wieder noch eine letzte Bullet Time. Einmal wieder mit 4K. Und dann nochmal zur Sicherheit in der Bullet Time Auflösung. So. Ne, so rum. Okay. Gelöst ist er wieder von alleine. Ja, die App. App dazu. Es muss ja sicherlich lustig aussehen, wenn ich hier mit 3 Kameras am Händeln bin. So. 4K50. Erneut. 4K50. So, Aufnahme starten. Aufnahme läuft. Handy weggesteckt. Stick ausgezogen. Sicheren Untergrund suchen. Und dann fangen wir die mal an. Oh, da war ein Stock. Das war nicht so gut. Bisschen weiter weg. So. Einmal gegen den Ast. Auf der anderen Seite ist auch noch einer. Es ist gar nicht so einfach, wie es gedacht war. Aber es geht. Jetzt nochmal in Richtung auf die Action. Ruhig mal ein bisschen schneller. So. Versuche ich auch mal wieder mich ein wenig zu drehen dabei und ein bisschen zu laufen vielleicht. Okay. Ja. Ja, das sollen dann die Bullet Time Aufnahmen für heute gewesen sein. Sind nicht so wahnsinnig viele, aber ich glaube, dass ich damit ganz gut arbeiten kann und ich gewinne halt, wie gesagt, auch Erfahrungswerte, welche Einstellungen da am besten zu benutzen sind. Okay. Ja, und im nächsten Schritt möchte ich dann auch gleich mal die Mini 2 starten. Yeah.
Jetzt läuft die Aufnahme wieder. Ich habe hier gerade meine Aufnahmen mit der Mini 2 noch recht erfolgreich beendet. Und es hat währenddessen tatsächlich auch angefangen zu schneien hier ordentlich. Es schneit jetzt ordentlich. Das ist natürlich eine tolle Sache. Wird sicherlich gut aussehen dann bei den Flugaufnahmen mit der Mini 2 und auch jetzt mit der X2, die habe ich jetzt auch noch mal rausgenommen und werde damit noch ein paar Aufnahmen hier während des Schneefalls machen. Die Flocken sind relativ klein, die hier runterkommen, aber mal schauen, wenn das so weitergeht ein bisschen mit dem Schneefall, dann bleibt davon bestimmt auch noch schön was liegen und ich kann dann in den nächsten Tagen auch noch ein paar tolle Aufnahmen vielleicht mit der R2 noch machen. Die Mini 2 natürlich, die werde ich auch wieder aufladen. Und ja, mal schauen. Das würde sich auf jeden Fall lohnen, denke ich. Gut. Ja, dann gehe ich jetzt mal hier langsam nach Hause. Ich werde noch mal wieder hier über die Brücke gehen. Die Pocket 2, die habe ich schon verpackt. Mit der filme ich jetzt nicht. Also nur mit der X2. Und dann kann man natürlich auch schon hören, wie der Ton dann ist. Soundqualität. Ja, hier wieder auf der kleinen Brücke bei den Enten. Die Enten waren relativ unbeeindruckt von dem Flug, den ich mit der Mini 2 hier gemacht habe. Haben sich nicht großartig stören lassen. Die Mini 2 ist ja auch nicht so laut. Die ist recht angenehm zu fliegen. Ich ziehe mal den Stick wieder aus. Jetzt wird der Ton natürlich wieder erheblich geringer sein. Aber mal schauen. Vielleicht setze ich auch nur ein bisschen Musik drunter. Ja. Ist natürlich auch wieder ein längeres Video jetzt geworden. Mal schauen, ob ich das in einem Teil dann veröffentliche oder auch in zwei. Gut, genießen wir hier noch ein bisschen den Schneefall an den Platz. Ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr das Video wieder bis zum Schluss geschaut habt. Ihr könnt mir ja gerne einen Daumen nach oben da lassen. Vielleicht fällt euch auch ein kleiner Kommentar ein, wenn ihr schreibt. Abonnieren nicht vergessen, Glocke drücken. Ihr kennt das ja alles. Und wir sehen uns dann auch schon bald in meinem nächsten Video. Also macht's gut und bis dann, euer Matthias. Richtig schöner Schneefall hier. Schneegestöber an der Nordseeküste. Das ist eigentlich etwas Seltenes. Schön mit der X2 gefahren. Schnee.
wieder auf Augenhöhe filmen. Ja, Teiche habe ich hinter mir gelassen. Und das ist die Stadtverwaltung. Da auf der Seite ist die Sportanlage, der F2000, mit den Tennisplätzen. Das ist die umgeknickte Laterne, die hatte ich ja vorhin schon mal gefilmt. Ich weiß nur nicht, die Pocket lief glaube ich nicht, die Pocket 2, dass davon gar nicht so viel drauf gekommen ist. Ja. Und die Leute gucken richtig böse, wenn sie an einem vorbeigehen. Man wirkt. Alles Übungssache, wisst ihr ja. Okay. Brücke. Hier rechts ist der Kindergarten, die Kita, die Kirche. Das ist nochmal so ein kleiner Teich. Die Enten, die wechseln immer von der Teichanlage zu dieser hier rüber. Manchmal sind sie da auch auf der Straße unterwegs. Immer ganz unterschiedlich. Der schneit noch so schön. Ist vielleicht nur ein bisschen schade, dass wohl nicht allzu viel davon liegen bleiben wird. Ich weiß nicht, ob die Temperaturen ausreichen. Vielleicht heute Nacht noch mal, wenn es dann noch mal etwas friert, dass uns die weiße Pracht am Morgen dann überrascht. Mal schauen. Bitte nicht füttern, könnt ihr das erkennen? Ja, sind ja auch keine da. Was sollen wir füttern? Okay, das mal wieder was hier. Ich hoffe, euch gefallen auch die Spezialeffekte, die ich immer bei den Bullet Times noch mit dazu mache. Dann wirkt das Ganze nicht so langweilig, als wenn ich da nur meine Hand hochhalte und ein kleines Stück von dem Selfie-Stick. Ich denke, das ist das Ganze interessant. Ja, okay. Und dann sind wir hier auch schon wieder fast am Ende angekommen. Und dann werde ich die Aufnahme jetzt beenden. Dankeschön, dass du wieder bis zum Schluss geschaut hast. Freue ich mich sehr drüber. Lass mir einen Daumen nach oben da. Schreib einen kleinen Kommentar. Abonnieren, die Glocke drücken. Du kennst das ja alles. Ja, und dann sehen wir uns auch schon bald in meinem nächsten Video. Bleib gesund und bis bald. Dein Matthias.